mit Kunst einander zu begegnen und verstehen. Ein gemeinsames Kunstprojekt der Hartwig Clausen und der Ludwig Windthorst Schulen in Hannover hat dem aktuellen Thema Inklusion größten Erfolg beschert. Es handelt sich hier um ein Projekt, das das Thema Inklusion behandelt. Es arbeiten hier hörende, normalhörende Kinder mit hörgeschädigten Kindern zusammen an einem Projekt, in dem sie eine Hörschnecke, das Innenohr, gestalten in verschiedenen Farben, aber auch akustisch, um damit das Thema Inklusion aktiv ins Leben zu rufen. Beim Fußball schießt ein Spieler mit Gehhilfe ein Tor. Alle spielen gemeinsam. Vor einem Restaurant macht ein Kellner aus den Stufen am Eingang eine Rampe. Alle kommen jetzt leichter ins Lokal. Zwei Lehrer unterrichten gemeinsam vor einer Klasse. Der eine spricht, der andere übersetzt in Gebärdensprache. So können alle zusammen lernen. Männchen aus allen Episoden erscheinen gemeinsam und bilden eine lebendige Gemeinschaft. Das ist Inklusion. Hier im äußeren Bereich sind also die hochfrequenten Töne. Und je weiter man die Schnecke weitergeht, umso niederfrequent wird es. So, ja. So ist es auch in unserem Ohr. Sie müssen sich vorstellen, diese Schnecke, ja, die sogenannte Cochlea ist im Ohr in realitas 2,5 cm lang. Wenn dann eine Störung zum Beispiel hier im Hochtonbereich vorliegt, dann hören Sie diese hohen Töne einfach nicht. Das heißt, in der Sprachentwicklung sind es bestimmte Laute, die die Kinder mit einer Schädigung im Hochtonbereich nicht hören können. Zum Beispiel die S-Laute, die scharfen Zischlaute und so weiter. Und dementsprechend wird es also auch sein, dass bei der Sprachentwicklung Kinder mit einer Hochtonschwierigkeit in der Aussprache diese hohen Töne selber auch nicht sprechen können, weil sie sie ja nicht hören können. Das Cochlea besteht dann unter anderem eben daraus, dass hier in dieser Schnecke ein dünner Faden eingezogen wird mit 22 kleinen Elektroden. Und diese Elektroden sollen möglichst genau an der Stelle auch sein, wo Sie eben diesen Ton oder diesen Ton hören können. Und das ist eben die Kunst eines Operateurs, zu sagen, aha, dieser kleine Faden mit diesen 22 Elektroden soll so in die Cochlea, bedenken Sie, 2,5 cm, eingesetzt werden, dass diese Töne, die hier stimuliert werden, auch mit dem Gehirn verschaltet werden. So, das nur mal zum technischen Bereich, aber Sie sind ja auch unter anderem. Also ich bin Niklas Sparbeck und ich bin 12 Jahre alt. Diese Art trage ich seit ich 6 bin. Da hatte ich dann noch so ein anderes mit so einem Rucksack. Und also insgesamt, seit ich 1,5 Jahre alt bin. Mhm. Und du hast keine Schwierigkeiten in der Schule, alle Kinder zu verstehen? Also ich habe keine Schwierigkeiten damit. Mhm. Und sie verstehen dich auch gut? Ja. Und ich dich auch? Ich bin Michelle und bin 13 Jahre alt an der Hartwig-Clausen-Schule. Macht Spaß. Ich habe das jetzt als, wo ich geboren wurde, hatte ich da irgendwas und dann habe ich das Ziel bekommen und ich höre eigentlich jetzt sehr gut mit den Rechten, mit den Linken noch nicht, weil ich das erst neu bekommen habe. Ja. Und so funktioniert das Cochlea-Implantat. Die Schallwellen werden über ein Ohrnasmikrofon aufgenommen. Das analog vorliegende Schallsignal wird zum Sprachprozessor, einem Mikroprozessor, weitergeleitet. Der Sprachprozessor analysiert, digitalisiert und kodiert den Schall als elektrische Impulse und leitet diese an die Sendespule weiter. Die Sendespule sendet die kodierten Signale an das unter der Haut befindliche Cochlea-Implantat. Hier wird der Code in elektrische Signale umgewandelt und an die implantierten Elektroden weitergeleitet, um den Hörnerven direkt zu stimulieren.
Diese elektrischen Signale werden vom Gehirn als Schallreize wahrgenommen und durch regelmäßiges Training schließlich als Sprache interpretiert. Das heißt, es entsteht eine Hörempfindung. Wenn Sie mich manchmal nicht verstanden haben, wenn ich zu schnell gesprochen habe, habe ich das nochmal leise und deutlich wiederholt. Den ersten Tag waren wir schüchtern, wir haben das noch nicht so mit denen kommuniziert. Also jeden Tag wurde es besser, wir haben uns geredet, gelacht. Mir ist das eigentlich gar nicht so aufgefallen, dass die mich nicht hören. Also ich weiß nicht, ob die das anders empfinden, aber ich habe mit ihr normal gesprochen. Ich bin für den Fachbereich Kunst zuständig. Da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, da ich mich ja schon mit dem Thema Inklusion beschäftige. Haben sich sehr schnell angefreundet, haben sich natürlich auch bei Facebook dann gesucht und gefunden, ne? Also auch über die Schule hinaus. Kleines Weihnachtsgeschenk, wir kriegten kurz vor Weihnachten einen Anruf, wollt ihr was mit uns zusammen machen? Wir haben uns dann kurz nach Weihnachten getroffen und dann ist uns die Idee vorgestellt worden, dieses gemeinsame Kunstprojekt zu machen. Die Kolleginnen vom Kunstbereich waren sofort Feuer und Flamme und haben gesagt, das machen wir. Und dann haben sie losgelegt. Und das Ergebnis kann man hier sehen. Ich fand's prima. A, weil wir uns an der Regelschule immer mit dem Thema Inklusion theoretisch befassen und jetzt einfach mal die Möglichkeit hatten, auch wirklich praktisch was auszuprobieren. Und es war wesentlich einfacher und unkomplizierter, als wir dachten. Es hat einfach gut funktioniert. Ja, also wir wollten eigentlich das Thema Inklusion aufnehmen und hatten uns überlegt, wie können wir unsere Firma Cochlear mit den Mitarbeitern mit diesem Projekt zusammenbringen. Und gemeinsam haben wir dann die Idee gehabt, Kinder, die nicht hören können und Kinder, die hören können, zusammenzubringen. Ursprünglich haben wir gedacht, irgendwas muss dieses Kunstprojekt auch mit Hören zu tun haben. Deswegen kamen wir auf die Idee, die Cochlear sozusagen, die wir im Kopf haben, als großes Wandbild gestalten zu lassen. Also da war ein schönes gemeinsames Entwickeln und Erarbeiten und Gestalten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir sind jetzt sehr zufrieden. Heute ist ja der Projektabschluss, heute und morgen. Wir haben wunderbare Kunstwerke erstellt, das ist die eine Seite. Wir haben zusammen hörende und nicht hörende Kinder arbeiten lassen, das war das Wunderbare. Und wir haben uns auch mit dem Hörorgan, mit der Schnecke des Innenohres befasst, die ja in dieser künstlerischen Spirale dargestellt worden ist. Die Kinder mussten sich auch ein bisschen zusammenfinden. Wir haben jeweils 4 Hörende und 4 Nichthörende an einem Bild arbeiten lassen. Und je länger sie zusammengearbeitet haben, desto besser haben sie sich verstanden, desto lieber haben sie am Kunstwerk gearbeitet. Wir wollen vor allen Dingen den Kontakt fortsetzen. Die Schulen sind ja benachbart und wir haben schon das nächste Projekt in Aussicht. Wir werden zukünftig weitere Projekte machen, um dieses Thema Inklusion weiter in die Öffentlichkeit zu bringen und wie erfolgreich die Therapie mit Cochlea-Implantaten ist und Kindern die Möglichkeit gibt, bei frühzeitiger Versorgung ein in Anführungszeichen normales Leben zu führen, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu machen und eigenständig durch das weitere Leben zu gehen.